Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin wieder auf der fünften Etappe unterwegs. Ich bin gestern nur noch bis hier zum Lichtenhainer Wasserfall gelaufen, habe dann noch schön was gegessen und habe dann gedacht, das reicht für heute. Darum muss ich die ungefähr 3 Kilometer heute noch nachholen. Heute will ich auf jeden Fall bis Schmilka laufen, sodass ich dann morgen auf der anderen Elbseite beginnen kann und wieder Richtung Pirna laufe. Ich brauche jetzt ungefähr eine halbe Stunde bis zum Kuhstall. Das ist ein großes Felsentor. Ich habe jetzt ungefähr noch 200 Höhenmeter, was noch zu der letzten Etappe normal gehört. Ja, dann werde ich heute wohl, wenn ich das alles laufe, auf, ja, wahrscheinlich über 900 Höhenmeter kommen. Heute erreiche ich auch die höchste Stelle von der ganzen Tour, den großen Winterberg. Ja, am Kuhstall angekommen. Ein riesen Felsentor. Ich glaube, da geht's nachher runter. Aber erstmal die Aussicht genießen. So, weiter geht's Richtung Neumannmühle, wo ich eigentlich gestern schon hin wollte. Ja, von da oben komme ich her. Da oben ist das der Kuhstall, also das Felsentor. Also wer Leitern und Treppenstufen nicht mag, der ist auf dem Malerweg fehl am Platz. Mit Hunden auch nur bedingt begehbar. Nochmal ein Blick zurück. Ich habe jetzt ungefähr noch 2 Kilometer bis zur Neumannmühle.
Man merkt aber schon, dass man 4 Tage Elbsandsteingebirge in den Beinen hat. Und das ist jetzt gerade die Hälfte. Also da kommen noch ein paar Höhenmeter zusammen. Ist wieder so schön ruhig hier, außer ein bisschen Bachplätschern. Jetzt führt der Weg noch mal von der Straße an der Felsenmühle hier hoch. Und dann muss ich da hinten wahrscheinlich irgendwo wieder runter. Hier ist der Weg ganz schön wüst, wundert mich, dass der nicht gesperrt ist. Na, hier geht's doch schon wieder runter. Hier ist jetzt die Neumannmühle, ist auch ein technisches Museum. Die nächste Etappe beginnt. Also bis hier wollte ich eigentlich gestern noch laufen, aber wie gesagt, ich habe dann schön gegessen und dann wird es auch immer später. Ich habe jetzt bis nach Schmilka sind das jetzt ungefähr 14 Kilometer. Um die 750 Höhenmeter, 200 habe ich schon, also bin mal gespannt, was dann wirklich zum Schluss rauskommt. Hier gibt es auch noch die Buschmühle. Kurz hinter der Buschmühle geht es dann links hoch. Ich dachte erst, ich muss die Straße lang, wo gesperrt ist. Aber dann habe ich gesehen, dass da noch ein Weg hochführt. Den sieht man gleich gar nicht am Anfang. Hier auch überall so viel Totholz. Da ganz unten an der Straße, wo die Straße fast endet, da laufen zwei, die habe ich jetzt schon seit den letzten 2 Etappen gesehen. Das sind die, die den Malerweg in 6 Etappen laufen. Aber irgendwie trifft man sich immer wieder. Wenn die das überhaupt waren, aber die sind vorhin vor mir gelaufen. Überall zwischen den toten Fichten wachsen die Tannen.
Hier geht es jetzt gleich wieder zur Straße runter. Und laut Karte muss ich dann auch ein Stück an der Straße lang. Aber da ist auch wieder eine Bushaltestelle. Also man hat hier doch schon mehrere Möglichkeiten, mit dem Bus zu fahren. Einen Parkplatz gibt es da auch. Aber ich glaube, ich mache erstmal hier eine Pause. So, weiter geht's. Die nächste Steigung wartet. So, hier kann ich mal zeigen, wo ich gerade bin oder wo ich heute lang gelaufen bin. Da ist der Lichtenheimer Wasserfall. Da bin ich heute gestartet. Dann hier ist die Neumannmühle. Jetzt bin ich hier. Und hier geht es jetzt ein Stück an der Straße lang und dann geht es hier wieder runter bis nach Schmilka. In Schmilka geht es dann mit der Fähre auf die andere Elbseite und zur S-Bahn-Haltestelle und von dort komme ich dann wieder nach Velen. Jetzt stand ich hier gerade so schön an der Bushaltestelle, wollte über die Straße. Dann kam auch direkt der Bus, den musste ich dann erstmal winken, dass der weiterfahren soll, dass ich nicht mitfahren will. Die Straße habe ich jetzt wieder verlassen und hier geht es jetzt irgendwann hoch. So, ich bin auf dem nächsten Anstieg. Hinter mir am Parkplatz war gerade ein Bus mit ja, ungefähr 10 Kindern. Ich hoffe, dass die nicht direkt hinterherkommen. Es war nämlich gerade so schön ruhig. Ja, die Steigung habe ich jetzt auch wieder geschafft. War gar nicht so lang, wie ich dachte. Noch eine Dreiviertelstunde bis zum Gasthaus. Da werde ich dann die nächste Pause machen. Mal schauen, ob die offen haben. Und hier geht es jetzt wieder runter. Da hinten ist jetzt irgendwie das große Polhorn. Dauert 5 Minuten, kann man noch hinlaufen. Aussichtspunkt wahrscheinlich. Aber ich gehe jetzt hier weiter. Ja, da unten ist der Bach, da müsste ich auch gleich ankommen. Dann geht es noch mal ein Stückchen hoch. So, hier geht es noch mal hoch. Ja, dann dieses unter den Bäumen durchgekrabbelt. Das macht einen auch fertig. Okay, auf allen Vieren und dann oh, kommt man nicht mehr hoch. Der alte Mann. Hilfe. So, noch eine Viertelstunde bis zum Zeughaus. Ich meine, da war das Gasthaus. Von da unten komme ich her. So, der Anstieg ist auch geschafft. Aber das Größte kommt ja noch.
Ich habe jetzt ungefähr 560 Höhenmeter schon gelaufen. Und so, ich muss mal gucken, wo es hier weitergeht. Ich glaube, da unten. Und 360 muss ich noch. Jetzt geht es erstmal wieder ein Stück bergab. Und dann kommt der lange Anstieg. Ich glaube auch mit einer kurzen Pause zwischendrin, wo es wieder ein bisschen flacher oder bergab geht. Ja, und ab den großen Winterberg geht es dann nur noch bergab Richtung Schmilka. Da vorne kommt eine Hütte. Müsste die dann ja sein. Mal gucken, ob es da was gibt. Pause mache ich auf jeden Fall, bevor es gleich zum Winterberg hochgeht. Das war jetzt noch nicht das Gasthaus. Das sieht doch ziemlich privat aus. 1,5 Stunden steht jetzt dran bis zum großen Winterberg. Sieht eher aus nach einem Gasthaus, aber sieht auch nicht offen aus. So, der Malerweg geht jetzt hier weiter. Aber ich gucke, dass ich hier erstmal eine Bank finde. Frisch gestärkt geht es jetzt Richtung Großen Winterberg. Ja, ich weiß jetzt schon, dass das Gasthaus da oben auch zu hat, weil es kamen gerade welche runter. Die wollten auch hier unten irgendwas essen. Aber hier hat ja auch zu. Naja, gucke ich mal, was da los ist. Ja, jetzt hoffe ich sogar mal, dass der Weg so bleibt. Das ist dann weniger anstrengend, als wenn da ich jetzt über Stock und Stein müsste. Ganz schön steil, sage ich euch. So, noch eine Dreiviertelstunde bis Winterberg, bis zum großen Winterberg. Aber ich gehe jetzt mal kurz zur Goldsteinaussicht. Kann ja nicht so weit sein. Geht auf jeden Fall erstmal flach. Das war jetzt die Goldsteinaussicht. Hier geht es jetzt mal ein bisschen flacher. Ich habe ungefähr noch 150 Höhenmeter. Die schaffe ich jetzt auch noch. Kurze Erholungsphase. So, das ist jetzt die erste Ecke auf dem ganzen Weg, wo man sieht, dass es letztes Jahr gebrannt hat. Bald habe ich es geschafft. Dann bin ich oben. Ja, dann mache ich noch mal eine kurze Pause und dann geht es nur noch bergab Richtung Schmilka. Ja, Leute, ich bin jetzt oben auf dem großen Winterberg. Hier gibt es irgendwie nichts. Restaurant ist zu, hier gibt es keine Aussicht. Da oben ist irgendwie ein Aussichtsturm. Den kann man aber auch nicht hoch, ist auch gesperrt. Jo. Ich werde mich jetzt hier gar nicht lange aufhalten, sondern nach Schmilka runterlaufen
Vielleicht finde ich da dann ein Restaurant oder irgendwie. So weit kann es ja nicht sein. Ich brauche jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde bis Schmilka. Dann komme ich heute auf insgesamt ca. 20 Kilometer und 930 Höhenmeter. Das reicht dann für heute. Morgen muss ich mal schauen, vielleicht mache ich auch mal einen Tag Pause. Aber das entscheide ich morgen früh. Weil morgen soll noch mal schönes Wetter sein. Und dann soll es mal einen Tag regnen, glaube ich, so wie es heute früh aussah. Aber ändert sich ja auch jeden Tag. Der Abstieg ist jetzt auch noch mal ganz nett. Das Schlimmste habe ich jetzt geschafft. Es sind ungefähr noch 400 Meter bis nach Schmilka. Ja, Leute, das war die fünfte Etappe. Ich danke wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf der anderen Elbseite. Also macht's gut, bis dann.